Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Aufnahme von Railroad hier auf Paramount Gaming. Lasst uns reingehen. Ich habe direkt in dem Bildschirm dieser Systemverbesserung mal Halt gemacht, bevor wir in den Bahnhof Berlin zurückgehen. Wir haben ja insgesamt jetzt 31 Punkten von diesen normalen Grünen und dann von den Güterzügen drei. Ich habe heute Folgendes vor. Wir werden jetzt mal die Güterzüge freischalten. Das können wir mit den drei nämlich schon. Und schauen mal, was dann so passiert. Jetzt müssten ja jetzt zum ersten Mal Güterzugaufträge irgendwann kommen. Und der Vorteil daran, es ist nur eine einmalige Geschichte. Allerdings sind sie relativ lange Zeit in einem Bahnhof, weil sie natürlich da be- oder entladen werden. Ne? Also müssen wir mal schauen, ob wir das überhaupt integrieren können. Können wir jetzt auf jeden Fall mal freischalten. Und hier habe ich mir die Geschichten mal durchgelesen, die es hier alles noch gibt. Das sind letztendlich alles Automatisierungen. Würde ich jetzt mal sehr vorsichtig mit umgehen. Ich würde aber trotzdem eine Sache auf jeden Fall jetzt schon mal anklicken, nämlich die Fahrplananpassung. Da können wir nämlich rein theoretisch den Fahrplan nochmal anpassen, separat, wenn es dort irgendwo Probleme gibt. Ich glaube, das macht erstmal am meisten Sinn. Das installieren wir auch. Ich würde ja auch ganz gerne die einfachen Gleise, also die 80 km/h Gleise schon mal freischalten. Die 10 Punkte hätten wir dann auch noch. Allerdings sind die, wie gesagt, ja auch sehr teuer, ne? Und wir müssen erstmal raus aus unseren Schulden, haben wir also mal ein bisschen im Hinterkopf. Denn wir haben aktuell noch 14,6 Minus, da müssen wir erstmal noch schauen, dass wir da weiterkommen. Ja, ansonsten sind wir genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir schauen mal direkt die Züge nochmal durch, ob ich da noch irgendwas nicht gemacht habe. Er fährt Rohleben, was mit ihm? Er möchte nach Rohleben 3, er ist doch auf Rohleben 3 oder ist er nur noch nicht angekommen ganz? Ach, der ist noch nicht ganz da. Dann gucken wir erstmal hier oben, weil er will nach Gesundbrunnen. Er kommt auch gerade an, alles gut. Ne, dann geht es wirklich momentan nur um ihn hier. Zack, der jetzt reinkommt und nämlich nach Charlottenburg 3 möchte. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob gleich hier so ein rotes Icon für die Güterzüge auftaucht. Zack. Und das, was wir gerade freigeschaltet haben, ist es das hier oder ist es das hier? Nee, keine Ahnung. Naja, sehen wir gleich. So, er fährt wieder raus, ne? Er ist durch. Ja, er ist durch. Und er kommt gleich am Hauptbahnhof an und will auch wieder zurück. Noch kein rotes Icon. Zack, jetzt passiert hier einiges. Da müssen wir mal eben stoppen. Und zwar geht es hier um ihn hier. Dann stoppen wir wirklich mal ganz. Wartet auf Einfahrt. Der möchte zur Gesundbrunnen beliebig und dann weiter zur Beuselstraße. Ja, da können wir letztendlich alle Beuselstraße irgendeinen speziellen. Nein, das ist gut, dass wir das so lassen. Wir lassen ihn mal auf 1 einfahren. Zack. Und er will dann zur Beuselstraße. Dann machen wir ihm das hier frei. Die Weiche stellen wir ihm und dann kann er zur Beuselstraße 2 fahren. Will er danach noch woanders hin? Und wieder zurück. Ne, okay, dann macht das so Sinn. Ihn habe ich gerade. Ja, ne, die sind alle okay. Dann können wir erstmal weitermachen. Er möchte wieder zurück nach Rohleben 2. Ist auch gerade angekommen. Den drehen wir um. Und dann ist es hier alles safe. Raus mit dir. Und du bist gerade im Berlin Hauptbahnhof, aber noch nicht ganz angekommen. Jetzt steht er und will zurück zur Beuselstraße. Umgedreht hat er sich. Beuselstraße beliebig, um dann übrigens wieder zum Gesundbrunnen zu kommen. Aber die Verbindung haben wir uns ja hier ganz gut geschaffen, dass wir jetzt hier beide Gleise nutzen können. Deswegen würden wir ihn jetzt hier auf die 3 einplanen. Währenddessen sich noch nichts Rotes ergibt hier. 11,9, wir kommen so langsam wieder in schwarze Zahlen. Ich glaube, diese anderen. Also, stopp. Ihn haben wir jetzt noch nicht gedreht. Ihn müssen wir drehen und zurück zum Gesundbrunnen. In dem Fall allerdings 2. Dann spreche ich meinen Satz weiter. Ja, bevor wir diese ganzen Automatisierungen jetzt hier noch freischalten, muss ich mir die echt mal angucken und vielleicht auch mal testen irgendwo, denn das ist dann doch etwas komplizierter. Habe ich nicht alles immer sofort verstanden, was da so schriftlich gestanden hat. So, er hier möchte jetzt nach der RB7666, übrigens eine Busnummer von uns. Wir haben 76er Busnummern und eine heißt 7666. Das ist der Teufelsbus, der mich in Wuppertal zum ersten Mal mit einem Schaden hat stehen lassen.
Gut, das aber nur am Rande. Der fährt jetzt nicht nach Wuppertal, sondern zum Gesundbrunnen und hier kommt er soweit ganz gut durch. Er will auf 3, darf auf 3, soll auf 3. Wunderbar. Da ist er drin. Er kommt jetzt in der Beuselstraße auf 3 an. Er fährt danach wieder raus. Alles tutti. Zack. Gesundbrunnen beliebig. Er kommt ja gerade auf 3 an, ne? Also würde ich ihn grundsätzlich mal hier auf 1 hochschicken. Allerdings erstmal nur bis hierhin. Achso, dann können wir, ja, dann können wir die schon mal, das schon mal freischalten. Da wirst du gleich hochfahren, aber du musst erst nochmal auf ihn hier warten. Währenddessen hier schon wieder einer anklopft. Den will ich gerade auf 1 schicken, ne? Die ist ja noch relativ frei. Der will grundsätzlich Beuselstraße, schicke ich ihn auf 2. Oder? Der kommt auf 3. Ich muss jetzt doch mal jemanden halten. Den kann ich gleich hochschicken auf 1 und ihn auf 2 reinkommen lassen. Ja, sollte doch funzen. Zack. Und wenn du gleich fertig bist, fährst du geradeaus durch. Dafür muss er aber erstmal durch. Und ihm können wir jetzt auch den zweiten Abschnitt freigeben. Und den bekommst du dann erst frei, wenn er durchfährt. In 30 Sekunden wieder los. Kurze Verzögerung. Akzeptabel. So, jetzt bekommst du freie Bahn nach Beuselstraße beliebig. Man muss trotzdem immer noch mal hingucken. Und er fährt dann wieder raus. Auch das ist schön. Da kommt der nächste rein. In Ruhleben. Und der möchte nach Charlottenburg beliebig. Den setzen wir mal auf die 3, glaube ich. Der nächste, der da wieder ist, ist um. Ah, das ist der doch, ne? 5, 9, 6. Ne, das ist er nicht. Aber zeitlich passt das. 13, 46, 13, 47. Ja, das passt. Dann lass ihn gerade durchfahren nach 3. Hier in der Beuselstraße ankommt, können wir ihn dann wieder freigeben zum Hauptbahnhof. Beliebig, dann fährst du einfach nur geradeaus durch. Ja, den Hauptbahnhof hätte ich gerne noch ein bisschen mehr belebt, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir unsere ganzen Verträge hier abarbeiten. Hier kommt nämlich schon wieder der nächste. Den gucken wir uns auch genauer an. RB5596 auf nach Charlottenburg 3. Das ist der, der jetzt so ein bisschen dahinter stand. Wenn er jetzt gleich fertig ist, möchte er nach Ruhleben beliebig, dann würde ich ihn bis hier runter jagen. Das heißt, ihn gebe ich dann gleich bis hierhin frei. Zack, eigentlich jetzt, wenn er nicht noch dazwischen funkt. Er will sogar auch auf 4, das passt ja grundsätzlich ganz gut. Allerdings wird es da Verzögerungen geben, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ihn geben wir jetzt bis hierhin frei, wie gerade gesagt. Da hinten habe ich alles im Blick. So, er will jetzt wieder zurück, aber nach Ruhleben beliebig und deswegen schicken wir ihn nämlich dann hier runter. So. Da müssen wir warten, bis er da rauskommt. Ja, du kannst leider noch nicht fahren, Freundchen. Du kommst gleich über die Strecke. Dafür muss er hier jetzt raus. Jetzt wird es hier nämlich schon ein bisschen strammer. Jetzt kommen wir so langsam Richtung Deutsche Bahn und verspätungstechnisch machen wir uns dann Namen. So, du bist durch. Du kannst erst fahren, wenn er da durch ist. Zack. Nämlich bis hierhin darfst du schon mal los. Er will ja auf die 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, dann kommt er nämlich jetzt hier runter und wäre dann auch hier auf der 4. Was mit ihm? Gut, den müssen wir nochmal umdrehen. Der hat sich schon umgedreht, will zurück zur Beuselstraße. Easy going. Aber keine, ne, beliebig. Zack. So, dann kommt er schon direkt wieder. Er will nach Ruhleben 2. Da muss aber erst warten, bis er hier durch ist. Er fährt raus. Da klopft wieder einer an, aber jetzt erstmal die Geschichte hier. Ruhleben 2, da ist alles safe.
Der fährt raus, der fährt da rein. Wo klopft jemand? Hier oben an der Friedrichstraße. Der ist beliebig und möchte noch erst Berlin Hauptbahnhof. Da nutzen wir die Strecke 1. Der kommt gar nicht so häufig, ne, der Zug irgendwie. Fällt natürlich immer vor allem auf, weil da hinten nicht so viel los ist. Gut, den können wir jetzt gleich umdrehen. Zack. 2 Minuten Verspätung und er möchte ja einfach nur weiter zum Hauptbahnhof. Das ist eine relativ easy Strecke. Und er hier möchte auch zum Hauptbahnhof beliebig. Auch das kriegen wir problemlos hin. Da kommt auch wieder einer. Auf, je nach Gesundbrunnen 3. Zack. Ja, den Rest müssen wir jetzt hier mal abwarten, bis er durch ist. Wir haben noch kein Güterzuggeschichtchen, ne? Oder muss ich dafür irgendwas tun? So, zu 3 möchtest du. Kannst du machen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Wir können ja mal hier reingucken. Also hier ist ja nur das zu eröffnen. Ja, ist installiert. Wartet noch auf sich. Aber schaut mal das schöne Geld an. Also wir sind da mittlerweile gut im Rennen. So, währenddessen ist er hier an der Beuselstraße und muss die freie Geschichte zum Gesundbrunnen kriegen. Und dafür sind nachher natürlich alles die Automatisierungen da. Wenn man das alles laufen hat, dann muss man sich darum gar nicht groß kümmern und kann sich nur noch um Fehler kümmern, so wie das eine Leitstelle eigentlich auch macht. Gruß an meine Leitstelle gestern Abend, Chaos in Wülfrath. Hat ganz gut funktioniert. Bisschen Schnee war da. Der will nach beliebig. Dann schicken wir ihn immer auf die 1. Das wäre für mich die sichere Hausnummer. Er fährt auf die 3. Das ist safe. Er kommt gerade da an und er ist da drin. Gut. Dann können wir ihn wieder umdrehen, was schon passiert. Und das ist ja hier wirklich easy Geld. Aber auch das wird noch komplizierter. Wenn ich das wegscrolle, sieht man übrigens immer alle Bahnhöfe, wenn es weiter wegscrollt. So, du bist durch und du bist dann auch durch. Der nächste Zug kommt um 13, nee, da ist es doch, 14.1. Erstmal muss er zur Friedrichstraße beliebig. Da wollen wir gar nicht anhalten, das gehen wir sofort weiter und los geht's. Ja, wir sind wieder im Plus, Leute. 4-7. Sehr schön. Auch wieder 20 Punkte. Wir könnten schon wieder irgendwas machen. Zack. Was passiert hier? Abfertigungsgeselle. Erreiche 30.000 Punkte. Die habe ich wohl geschafft und bin aufgestiegen. Ein Geselle bin ich jetzt. Ja, dankeschön. So. Konzentration aber wieder auf die wesentliche Arbeit. Wir sind gesund drin beliebig. Geht dann auf die 1 und möchte nach Charlottenburg beliebig. Und der hier unten will auch nach Charlottenburg, aber auf die 3. Deswegen geben wir ihn jetzt hierher. Schon mal frei. Zack. Jetzt sind die zwei hier, die kollidieren. Wann will der eine raus? In 1 Minute 13. Und der ist noch gar nicht da. Quasi. 1 Minute 9, fahren beide gleichzeitig los. Na gut, dann würde ich erstmal die sichere Variante hier ihn durchschicken zur Beuselstraße. Ja, und dann muss er auf ihn warten, dann darf er losfahren. Ihn haben wir geklärt. Er läuft auch gerade durch, damit passt das. Oh, ich hätte jetzt wirklich mal gern so einen Gütervertrag. Aber wir haben hier unsere Bilanz sozusagen. 30.150 in diesem Zyklus gemacht. Das sind plus 12%. Sehr, sehr nice. Wir mussten 850 Dollar oder Euro Strafzahlung zahlen. Ich weiß gar nicht wofür. Was war denn da gerade? Außer, dass man ein Gleis nicht gepackt hat. Vielleicht ist das die Häufigkeit, wie die mittlerweile vor den Gleisen stehen. Kostet also immer Geld. Sollte man aufpassen. Aber insgesamt in dem ganzen Radius, da wir nichts ausgegeben haben, haben wir 30.000 plus gemacht und haben uns jetzt ins Plus katapultiert. Sehr schön. So, wenn du hier losfährst, zum Beispiel jetzt hier, ne? Jetzt steht er hier, ist das eine Strafzahlung? Das würde ich ja gern mal wissen, aber ich kann es ja nicht ändern oder ich muss es noch besser organisieren. Kann man natürlich auch so sehen.
Wenn ich ihn zum Beispiel jetzt zum Thema organisieren, wenn ich ihn jetzt auf die 3 gelegt hätte, dann hätte ich ihn natürlich, dann wäre es besser gewesen. Schaut mal. Dann hätte ich ihn nämlich hier runterfahren lassen können, ohne dass ich auf ihn warten muss. Okay, also man muss sich echt konzentrieren. Wo will er jetzt hin? Nach Charlottenburg beliebig. Deswegen können wir ihn erstmal hier bis hierhin losschicken. Genau, und dann müssen wir auf ihn hier warten. Der wollte ja auf jeden Fall zu 3, da bringt alles nichts. Der Rest läuft durch. Zack. So, und jetzt bricht er hier ein freies Signal, um auf die 4 zu kommen. Er hier oben ist angekommen. Will wieder zurück nach Gesundbrunnen. Einmal umdrehen. In dem Fall möchte er auf die 2. Dann soll er das auch bekommen. Und ihn müssen wir umdrehen und bringen ihn nach Hohleben 2. Umdrehen, Hohleben 2. Safe. Na, wir hatten vorhin auch eine Verspätung, fiel mir auf. Das kann natürlich auch dazu beitragen. Ihn wieder umdrehen, Gesundbrunnen niedrig, beliebig. Dafür muss er aber erstmal durch. Und das ist jetzt eben so eine Sache. Gut, beliebig. Ich schicke ihn auf die 1, weil die anderen beiden in naher Zukunft voll sind. Fahren wieder gleichzeitig los. Der muss wieder stoppen. Ja. Aber da war es ja jetzt nicht anders möglich. Der eine wollte ja auf 3. Zack. Zack. Zack, zack. Ja, hier fehlt mir irgendwie immer noch ein Signal. Also ich kann ihn jetzt nicht weiter hochschicken. Ich muss echt warten, bis er hier einmal über dieses Kreuz gefahren ist, um ihn dann zu 1 zu schicken. Vielleicht hätte ich ihn jetzt doch zu 3 schicken sollen. Das ist ja wieder die gleiche Geschichte. Na, der Kerl lernt aber auch nicht, ne? So, der Rest sieht gut aus, außer dass wir keine Güterverträge kriegen. Zack, durch. So, er hier kommt gerade an. Er will rein und kann ja auf die 3 rein. Ja. Will nach Charlottenburg beliebig. Okay. Und er kommt gerade an und will zum Gesundbrunnen. 3. Heißt, der kann schon mal hier oben hoch. Und der muss noch warten, bis er hier durchkommt. Zack. Und will nach Charlottenburg beliebig. Klicken wir ihn durch auf die 3. Und wenn er dann hier durch ist, kann er fahren. Fahren wir da gleichzeitig ab. Er hat eine Minute Verspätung. Ich jetzt mal darauf achten können, ob es Minus gibt. Ein Stückchen noch. Der Hintern ist noch nicht ganz drauf. So, und dann kannst du weiter zur geplanten 3. Er jetzt wiederum. So, Beuserstraße und schicken wir auch auf die 1. Beuselstraße hier rüber und ab geht's. So, er fährt raus, er will aber wieder zurück. Gesundbrunnen beliebig. Wenn die 3 jetzt frei ist, würde ich das gerne machen. Was ist er? Das ist er hier. Okay, dann würde ich ihn nämlich auch auf die 3 schicken. Dann braucht er jetzt nicht darauf achten, dass irgendeiner hier diese Kreuzung überfährt. Bis dahin ist er draußen. Ja, hier tut sich noch ein bisschen wenig. Wie gesagt, das hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen optimaler. Wir könnten ja. Oh, habe ich das nicht freigeschaltet? Trotzdem Fehler gemacht. Habe ich doch drauf geklickt, oder? Wir könnten natürlich hier jetzt noch irgendwie. Ja, wir haben wieder Geld. Wir könnten einen Bahnhof kaufen.
um den Verkehr hier hinten ein bisschen zu mobilisieren, finde ich so, ne? Also der fährt ja jetzt immerhin mal zum Hauptbahnhof, aber das ist immer nie ein Problem, weil hier nichts anderes ist. Was ja erstmal schön ist. Aber naja, der fährt durch. Der ist angekommen und will nach Charlottenburg 3. Ja, komm, dann lass uns doch mal gucken, ob wir, wenn wir hier einen weiteren Bahnhof eröffnen. Also Friedrichstraße ist ziemlich zu. Die geht, ist nur eine Einbahnstraße mehr oder weniger. Da kommen wir gar nicht mehr raus. Potsdamer Platz wäre noch eine Option. Weil den hätten wir jetzt hier in dem Strang auf dem Hauptbahnhof Nord, den wir machen könnten. Ich gucke nochmal hier hinten weiter. Da geht es dann zum Südkreuz. Und dann war das auch schon in der Richtung. Also zum Heidelberger Platz zum Beispiel kommt man nur über Charlottenburg. Und hier unten wahrscheinlich Wannsee. Und was ist hier noch? Heerstraße. Ja. Also jetzt Sinn machen, finde ich, täte jetzt wirklich in dem Fall der Potsdamer Platz. Wir haben jetzt 15,7, gehen wir da leicht im Minus, aber das holen wir schon wieder raus. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einmal, dieses Ding müssen wir kaufen und dies kaufen wir. Haben wir 4,7 und den Potsdamer Platz. Schön, wie sich das hier, habt ihr das gerade gesehen? Wie so Lichter, die angehen. Sehr nice. Achso, da brauchen wir natürlich noch Bahnhöfe. Also Bahnhof ist auch schon. Erstmal das Ganze noch. Gut, dann können wir da nämlich mal gucken, was dann gleich beim Potsdamer Platz reinkommt. Ihn habe ich freigegeben, er fährt raus. Er fährt raus, ja. Und er will rein. Auch zur Beuselstraße. Dann komm du erstmal auf die 1 rein. Während die Potsdamer Platz ein Vertrag da ist. Aber ich mache ihn erstmal kurz fertig und dann gucken wir uns den Vertrag an. Er will einfach nur hier rüber. Das ist ja problemlos. Er ist noch lange nicht am Hauptbahnhof. So, Potsdamer Platz, bitteschön. Was bieten Sie uns an? Friedrichstraße, Hauptbahnhof, Potsdamer Platz, Hauptbahnhof. Wie soll das denn funktionieren? Weil Friedrichstraße nämlich genau da unten drunter ist, oder? Ja. Was war das? Friedrichstraße, Hauptbahnhof? Da kommen wir doch gar nicht durch. Oder gibt es irgendwelche Tunnel, die ich noch nicht kenne? Tunnel. Tatsache. Wie schalten wir die frei? Ah, hier kommen wir. Guck mal. Ah, wir müssen hier dran arbeiten. Wir müssen an der Geschichte arbeiten. Sonst kommen wir nämlich gar nicht rüber. Wir müssen nämlich hier auf das Tier 2. Dafür müssen wir erstmal 10 Punkte ausgegeben haben bei dem Roten. Dann kommen wir erst zu den Tunneln. Sehr interessant. Weil einen anderen Weg sah ich jetzt hier nicht, ne? Also wir müssen, um dahin zu kommen, darüber. Ich gucke mir den Auftrag nochmal an, aber ich meine, das habe ich jetzt richtig gesehen. Also Friedrichstraße, genau, da geht es ja schon los, dass wir Friedrichstraße und Potsdamer Platz gar nicht verbinden können. Hauptbahnhof, Potsdamer Platz, so war der Streckenwunsch. Ja, der geht ja nicht. Da müssen wir, weiß ich nicht, ob wir hier irgendwie einen Tunnel machen können. Hauptbahnhof, ja. Ja, können wir nicht annehmen. Schade eigentlich. Vielleicht kommt noch was anderes rein. Okay, machen wir mal weiter. Den haben wir schon freigegeben. Er will zurück nach Hohleben 2 gleich. Ja, aber wie können wir denn jetzt da weiterarbeiten, wenn es gar keine Aufträge für Güterzüge gibt? That's a little bit crazy. So, einmalige Fachverträge werden fortan in den Vertragsangeboten erscheinen. So als roten Punkt. Aber hier ist komischerweise so ein komisches Gebäude da hinten. Braucht man das? Man kann hier hinten Buildings bauen. Was ist das? Ein Office. Ah, provides red contracts. Guck mal. Ja, dann.
aber offer for station it is built for and allowed next leg of multi-leg contracts over the station. Also wenn ich das richtig sehe, passiert, geht das übrigens hier weiter, habe ich auf Stopp. Wenn ich das richtig sehe, ist das immer an einem Bahnhof gebunden, was er ja hier auch macht, ne? Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Offer for station it is built for. Also für diese Station. Heißt das, wir brauchen jetzt zwei oder reicht einer? Ich würde ja grundsätzlich, da hier nicht so viel los ist, gerne über den Hauptbahnhof das Ganze machen. Allerdings eigentlich lieber hier der Haupthauptbahnhof, der höhere, der Nordbahnhof. Hier so. Ich weiß nicht, ob ich das falsch baue. Aber hier ist es zum Beispiel in Ordnung. Wir bauen das jetzt einfach mal dahin, Leute. Wir müssen hier mal gucken, wie das klappt. Und was ist jetzt hier für ein Fehler? Jetzt hier so ein Ausrufezeichen drüber. Na, lass uns mal eben warten. Vielleicht kommt da was rein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Das muss ich doch selbst rausfinden. So, er möchte jetzt hier zur Beuselstraße zurück. Beliebig. Dann können wir ihn nämlich hier runterschicken. Ja, das Ausrufezeichen kann nichts Gutes heißen. Kann ich mir nur vorstellen. Zack, er muss zurück zum Gesundbrunnen 2. Warum macht er das jetzt nicht? Da, jetzt kann ich ihn umdrehen. Nach 2. Dein Wunsch ist mir Befehl. Da kommt schon wieder der nächste rein. Gesundbrunnen 3. Das ist ja jetzt mal die kleinste Übung. Falsch gestellte Weiche. Schön, dass du mir das sagst. Der ist durch und der fährt raus. Und der kommt gerade Beuselstraße 2, will dann zum Berlin Hauptbahnhof. Nein, der will nach, da kann man ja her, zum Gesundbrunnen beliebig. Das wird jetzt hier gar tricky, der kommt auf 3, der kommt jetzt auf beliebig an und will zur Beuselstraße. Wenn wir ihn auf 2 setzen, nee, den müssen wir auf 1 setzen. Weil der kann ja nur hier unten herfahren und hätte es leichter, dann auf 2 zu kommen. Den setzen wir jetzt auf 1. Ja, ihm haben wir noch nichts gesagt. Ja, ich weiß. Fahr erstmal bis da, bitte. Und du fährst jetzt zur Beuselstraße. Erstmal hierher, bitte. Und das schnellstmöglichst, ja? Der Kollege wartet nicht gern. Aber er wird warten müssen. Bringt alles nichts. Geld kassiert. Zack. Und dann können wir dich hier, das war schon richtig, auf die 2 schicken. Gut. Wenn das da hinten nicht funzt, aber ich glaube, ich muss mir das echt nochmal anschauen. Zur Not übe ich das nochmal kurz in einem anderen Bereich, was das Thema Aufträge hier angeht für die Red-Geschichte. Also es gibt ein Fragezeichen, aber muss das vielleicht auch verbunden sein damit? Das ist für mich die große Frage. Aber warum sollte man das Gebäude verbinden? Ich gucke mir das nochmal an, Leute. Machen wir das mal so, denn wir wollen ja hier weiterkommen. Wir brauchen Tunnels. Tunnels und Gleise, weil sonst geht für den Potsdamer Platz hier gar nichts. Das ist leider der Fall. Aber gut, wir sind trotzdem weitergekommen. Auch durch falsche Entscheidungen kommt man immer einen Schritt weiter im Leben. Schöner Schlusssatz. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.